Beim Nordirland-Protokoll könne in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt werden. Garantiert sei das aber nicht, so der irische Regierungschef Leo Varadkar. Am Montag will der britische Premier Rishi Sunak den Vertrag seinem Parlament in London vorlegen. I think the talks on reforming the protocol are inching towards a conclusion. Certainly the deal isn't done yet, but I do think we are inching towards a conclusion. And I really want to thank the UK government, the European Commission and the Northern Ireland parties for the level of engagement that they've done in recent months to get us to this point. And we'll just encourage everyone to go the extra mile. To come to an agreement because the benefits are huge. Sunak muss dafür die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, die DUP und die Euroskeptiker der britischen Konservativen hinter sich bringen. Die DUP blockiert aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll seit Monaten eine Regierungsbildung in dem britischen Landesteil.